Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Nein, das war nicht die richtige Anfangs-Dingsbums für diese Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tormentum Dark Sorrow. Ich habe gerade darüber nachgedacht, welche neuen Let's Plays ich dann machen werde nach diesem Spiel. Wenn es dann irgendwann vorbei ist. Es geht jetzt schon recht lange, würde ich sagen. Wie viele Folgen habe ich denn aufgenommen? Ich habe sie alle am Stück aufgenommen. Und das schon seit einigen Stunden. Deswegen, es können schon ein paar Folgen zusammengekommen sein. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, was ich jetzt nächstes Spiel machen könnte oder wie ich die nächsten Let's Plays so ein bisschen anordnen möchte. Und dann kam dieser Satz irgendwie. Wie dem auch sei, wir sind in der letzten Folge hier in dieser, na ich sag mal, Gaskammer gelandet. Der Gas ist hier reingeströmt, als wir da waren und müssen jetzt rausfinden, was zu tun ist. Die Luke ist zu, ich muss einen anderen Ausweg finden. Ich wollte auch eigentlich, dass er die Hand anfingert, aber das macht er nicht. Der Würfel wurde befreit. Hinter ihm befindet sich grenzenloses Nichts. Okay. Okay. Muss ich hier drauf tippen? Okay, es füllt sich mit irgendwas. Ach, ist das Memory? Man muss sich Gegensätze finden? Was zur Hölle? Wie soll ich das machen? Hä? Hey, Tür, Feuer. Muss... Das sind doch unterschiedliche Symbole. Müssen die passen? Ich gehe nochmal gleich alles durch. Ich kann ja nicht alles... schaffen. Okay, die bleiben. Ne, die bleiben nicht. Was? Ah, warte mal. Okay. Ich verstehe. Wir warten kurz. Der resettet das, oder? Ja. Vogel. Kreis und das. Wo ist der Käfig? Shit! Hier, Sonne und Mond. Tod? Ist Geburt und Tod? Nein. Eine Frau, der alte Mann, tot. Und der alte Mann? Nein. Herz, Tür, Wasser, Teufel. Hier ist eine... Ist sie ein Engel? Wo ist denn der Teufel jetzt da? Okay. Ein Wappen, alter Mann, das Herz, Feuer, Tür... Wartet mal. Der alte Mann und das Baby? Okay. So. Feuergehirntür. Es tut mir echt leid. Okay. Tür offen, Tür verschlossen. Gehirn und Herz. Und das. Geschafft! Mit dem Würfel passiert etwas. An einer Wand beginnt ein Durchgang zu erscheinen. Okay. Ich kann ja auch nichts mehr machen, ne? Ich gehe einfach mal durch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sehr gründlich gucke oder ob ich bis jetzt einfach immer alles mitgenommen habe, was ging. Okay, hier ist nichts. Was ist hier? Von allen Gerechten, sie im Kreis zusammenkamen, diese fünf geschwind die Masken nahmen. Zweifache Ladung, die armseligen Körper durchstach. Doch den gierigen Boten war nicht genug danach. Ein Stück eines Gedichts, wer wohl diese fünf Rechten waren? Sieht aus wie die hier, ne? Auf der Lehne sehe ich zahlreiche Kratzer von Fingernägeln. Viele Personen haben versucht, sich aus diesen Gurten des Todes zu befreien. Sieht aus wie so ein elektrischer Stuhl, ne? Gruselig.
tanzendes Ungeziefer das Ritual bewacht, ergötzt sich an dessen schändlicher Pracht. Dreifach gefesselt, die trockenen Lippen verbissen, die Zeit schreitet hin, wieder einen Geist vom Leibe entrissen. Hebel leistet Widerstand. Okay, also müssen wir erst irgendwas hier auslösen, ne? Was ist hier passiert? Eine gewaltige Kraft muss all jene getötet haben, die sich die Hinrichtung angeguckt haben. Ich kann die auch nicht anklicken. Standen Uhrzeiten dabei oder so? Von allen Gerechten, sie im Kreis zusammenkamen, diese fünf geschwind die Masken nahmen, zweifache Ladung, die armseligen Körper durchstach. Ladung 2. Fünf die Masken und 2 die Ladung. 5 die Masken, 2 die Ladung. Dreifach das andere. 5 die Masken, 2 die Ladung. Das andere. Die Zeiger dieser Uhr haben sich auf den Stunden, die ich gewählt habe, blockiert. Okay. Kann ich jetzt? Der Hebel ließ sich ganz einfach umstellen. Okay. Ich kenne diesen Ort. Das ist der Hinrichtungsraum im Keller des Schlosses. Hier ließ ich mitsamt Dutzenden anderer Wesen schmerzerfüllt mein Leben. Dieser Raum ist aber anders, als ich ihn in Erinnerung habe. Alles hat sich irgendwie verändert. Meine Peiniger sind tot und das Innere verwüstet. Wer auch immer du bist, ich muss dich warnen. Höre mir gut zu. In dieser Welt ist niemand der, der er behauptet zu sein. Halte deine Augen offen. Okay, die Krone. Ich habe die Krone der Verdammten genommen, über die mir einige Bewohner dieses Reiches erzählt haben. Okay. Jetzt muss ich die Krone? Eine Zeit lang habe ich gedacht, ich sei wieder zurück im Schloss gewesen. War das ein Traum oder Halluzination, die vom Gas ausgelöst wurden? Jetzt ist die Frage, in diesem Land ist keiner der, der behauptet zu sein. Diese Eidechse. Ich bring die Krone der Eidechse mal. So. Gekröntes Reptil. Habe Dank, dass du mir zu mir mit der Krone zurückgekehrt bist. Ich verspreche dir, dass sie bei mir in Sicherheit sein wird und ich ihre Kraft für einen guten Zweck nutzen werde. Da du mich vertraut hast, nimm bitte diesen ovalen Schlüssel entgegen. Er öffnet das Fach am Fuße meines Turmes. Im Innern des Faches findest du etwas, das dir bei deiner weiteren Reise behilflich sein könnte. Okay. Dankeschön erstmal. Ich nehme an, dass wir darin dieses Stück finden, was wir pressen müssen, um für den Zug das letzte Ding zu bekommen. Gut. Genau. Hä? Ah, okay. Ich denke, wir müssen das erstmal hier ganz vorbefördern. Dann den hier, ne? Dann, glaube ich, den da. Und die noch tauschen. Okay. Geschafft!
Ein Miniwürfel. Ich habe einen roten Monolith gefunden. So, den müssen wir jetzt im Keller pressen. Boah, mich interessiert immer noch, was passiert wäre, wenn wir dem Vogel das Ei gegeben hätten. Oder ob es einen Mechanismus im Spiel gibt, der dann gesagt hätte, sei doch vernünftig, gib diesem Vogel nicht das Ei. Was? Wie konntest du den Schatz aus der Gruft jemand anderem übergeben? Stimmt, der wollte das ja auch haben. Du hast mich enttäuscht. Ich verzeihe dir, aber nur deswegen, weil du mir das Leben gerettet hast. Trotzdem will ich dich nicht mehr in meinem Haus sehen. Lebe wohl. Boah, das habe ich vergessen. Das war gar keine Entscheidung tatsächlich. Obwohl jetzt angesichts dessen, wer hier war, war es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Im Endeffekt. So. Und jetzt? Der Monolith hat eine andere Form angenommen. Er ist durchsichtiger geworden. Okay. Ich habe die Energiezelle genommen. Damit können wir ja eigentlich straight zum Zug gehen, oder? Wow, was machst du noch in meinem Haus? Mach, dass du hier rauskommst. Entschuldigung. Okay. Falls jemand von euch das Spiel gespielt hat und diese Krone nicht dem Reptil gegeben hat, ich habe wirklich vergessen, dass er das haben wollte für seine Familie. Und die Krone der Ratte gegeben hat und nicht dem Reptil, dann sagt mir gern, was dabei rauskommt und ob das irgendwelche Auswirkungen am Ende hat. Beziehungsweise vielleicht sehe ich noch, ob es Auswirkungen hat. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So. Hierfür haben wir doch auch die Lösung. Donkey Kong, habe ich gesagt. Dum, 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 dum. Die Tür zum Maschinenraum ist offen. Wow. Du hast es also geschafft, die Tür zum Maschinenraum aufzuschließen. Ich gehe und schaue mich innen um. Okay, wir gehen ihm hinterher. Denn ich denke, draußen haben wir gerade nichts mehr zu suchen. Okay, Kollege, du brauchst die Teile. Oh, wo hast du sie gefunden? Ich mache mich sofort an die Montage. Sehr cool. Dann hier der Kollege. Sobald ich die Energiezelle hergestellt habe, übergebe ich sie dem Zugführer. Hier? Wie hast du es geschafft, sie herzustellen? Ich bin ein Magier. Das Metall, aus dem man sie abschmelzen kann, ist sehr selten und deswegen auch überaus wertvoll. Die Teile sind wieder an ihrem Platz. Okay. Und jetzt brauche ich eigentlich nur meine Fahrkarte. Der Fahrschein ist in einem guten Zustand. Ich hoffe nur, dass es gelingt, die Route zu entschlüsseln. Geht's jetzt schon los? Tatsächlich, oder? Fahrschein in eine Richtung. One-Way-Ticket ist, glaube ich, die richtige Übersetzung, also die englische Variante von der Errungenschaft, die hier unten kam. Ja, hätte man eigentlich lassen können. Also kann ich nun den Zug in Gang setzen? Alle Mann an Bord, wer los will, muss ich jetzt auf die Beine machen. Bitte einsteigen, Türen schließen, Endstation, eisige Tränen. Meine Bemühungen haben sich bezahlt gemacht. Endlich verlasse ich diesen fürchterlichen Ort. Während der Fahrt hat mich dieselbe Skulptur mit den ausgestreckten Händen in meinen Träumen verfolgt. Plötzlich hat mich klirrende Kälte geweckt. Ich sah Schneeflocken, die durch die Fenster in den rasenden Zug eindrangen. Ich war mir sicher, dass ich mich meinem Ziel näherte. Wir sind an der Endstation angekommen. Wie du siehst, herrschen hier recht schroffe Wetterverhältnisse. Die Kraft der Energiezelle, die du mir gebracht hast, hat nur für eine Reise gereicht. Wie du siehst, endet auch meine Reise hier. Ich hoffe, du findest an diesem Ort das, was du suchst. Das hoffe ich auch. Und dir wünsche ich noch ein schönes restliches Leben, junger Mann. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Besser an dem Platz bleiben. Wie er vor allen Dingen sagt, dass die Reise mit der Energiezelle nur für eine Fahrt reichte. Aber na gut. Hätte man noch vorher sagen können. Eventuell hätte man dann anders gehandelt, aber vielleicht auch nicht. Okay. Es geht hier drüben lang. Ich guck bloß mal, ob hier draußen irgendwelcher Stuff ist. Aber hier, hier geht's auch noch links lang. Wir gehen erst rechts. Hallo. Ich habe den Befehl, niemanden hochzulassen. Befehl ist Befehl. Sprich mit unserem Hauptmann. Okay. Kann ich hier irgendwas von dir mitnehmen? Tor. Ich brauche den Schlüssel. Oder er hat den Schlüssel dann halt.
hier hinten. Das ist nur ein alter Sessel, nichts Besonderes. Sessel? Okay. Na gut. Dann suchen wir mal den Hauptmann. Halt. Guck mal, das ist die Statue. Mit den Händen nach oben und so, wo man reingewaschen wird von seinen Sünden. Na gut, dann gehen wir nach links. Mit einem Pfeil, der nach rechts zeigt. Das sind all die Dinger, die wir... Also die so aussehen wie der Typ mit... Also den wir gefunden haben auf der Lore. Wisst ihr? Noch in den eisigen Landen. Oh, war das ein Tier, was gestorben ist? So aus wie ein Ohr, ein Auge und eine Schnute. Na. Lass mich raten, die lügen jetzt. Nee, die zeigen beide hier hin zur Kathedrale. Na, wir reden erstmal. Wenn du hier durch möchtest, komm morgen früh. Heute wird es nicht mehr möglich sein. Oh, das sagt auch der Timer. Reden mal mit dem. Scheinbar finden hier militärische Übungen statt, ob das Dorf sich auf einen Kampf vorbereitet. Entschuldigung, mein Fuß hat gejuckt. Ich musste mich mal runterbeugen. Ja, das wissen wir ja. Das hat er uns ja schon gesagt, der Kollege. Ich kann mit den anderen nicht reden. Alle scheinen sehr beschäftigt zu sein. Irgendwas liegt in der Luft. Eintritt verboten! Strapaziere nicht meine Geduld! Aber... Wenn du hier durch möchtest, komm morgen früh. Wie soll ich ihn morgen früh machen? Ich kann nicht glauben, dass ich es endlich zu den eisigen Tränen geschafft habe. Den Zug in Gang zu bringen, war keine leichte Aufgabe. Das stimmt. Wie mache ich denn, dass es morgen früh wird? Kann ich dem das hier sagen? Ich habe den Befehl, niemand, bla bla bla. Kann ich mich auf den Sessel setzen und bis morgen früh schlafen? Oh, ich wollte gar nicht zurück. Ich wollte noch ein bisschen weiter gucken. Die Statue aus meinen Träumen. Ich hoffe, dass ich dank ihr mein Gedächtnis wieder erlange. Ach, das ist der Sessel. Nicht das hier vorne. Oh Gott. Ah, hier hinten geht's auch weiter. Habe ich gar nicht gerafft. Ah, bei dem können wir bestimmt eine Runde schlafen oder sowas. Aber liebe Leute, bevor wir das tun, machen wir eine kleine Aufnahmepause und legen in der nächsten Episode wieder los, wenn es heißt Let's Play Tormentum, The Dark Sorrow. Bis dann. Tschüss.